Am 19. Dezember 2011 wurde das Schengener und das Dubliner Abkommen für Liechtenstein in Kraft gesetzt. Liechtenstein soll damit mehr Sicherheit und Freiheit gewinnen. Im Interview mit Hugo Quaderer und Klaus Tschütscher erfahren Sie alles über den Beitritt und die damit verbundenen Neuerungen. Es hat eine längere Geschichte, es ist eine längere Vorlaufzeit, es ist eigentlich fast ein 10-jähriger Prozess und letztendlich ist sicherlich entscheidend gewesen, dass wir gewisse Evaluationen im Datenschutz, in der Polizeikooperation durchlaufen haben und die sind sehr positiv gewesen. Und dann haben die anderen Schengen-Mitgliedstaaten gesehen, dass wir sehr gut vorbereitet sind auf einen Schengen-Beitritt und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir am 13. Dezember vom EU-Rat entsprechend grünes Licht bekommen haben. Zunächst bedeutet er, dass wir im Schengen-Raum angehören, damit 26 Vollmitglied sind, dass wir einen hohen Sicherheitsstandard zum europäischen Sicherheitsnetz gehören und nicht zuletzt ist für uns die außenpolitische Dimension annehmen. Eine weitere Anerkennung unserer Souveränität im europäischen Kontext. Insgesamt ein Zeichen für Freiheit, ein Zeichen für Sicherheit, ein Zeichen aber auch für Solidarität. Das hat verschiedenste Folgen. Also wir sind jetzt natürlich dabei im Schengener Informationssystem. Das heisst, es ist sicherlich eine Stärkung von der internationalen Polizeikooperation, von der internationalen Polizeizusammenarbeit. Wir sind jetzt eingebunden in einen Raum von mehr Sicherheit, von mehr Freiheit. Und wir sind gerade im Schengener Informationssystem bereits seit dem Sommer operativ dabei und haben bereits können erste Erfolge erzielen, wenn es darum geht, internationale Haftbefehle, dass man Leute, die ausgeschrieben sind, über das Schengener Informationssystem letztendlich auch, dass es zu einer Verhaftung führt. Dann ist es im Bereich von der Visa. Schengen ist ein Visumsland. Das heisst, wenn ein Dritt Ausländer nach Liechtenstein reist, für Liechtenstein ein Schengen-Visum beantragt, das überkommt, kann er nachher im ganzen Schengen-Raum sich frei aufhalten. Und was sicherlich auch eine Verbesserung ist, ist, dass ein Drittausländer, also ohne EWR-Bürger ist, ein Drittausländer, der im Liechtenstein wohnt, der kann neu einen Ausländerausweis über und mit dem Ausländerausweis, das ist ein Schengen-konformer Ausweis, mit dem kann er nachher auch frei innerhalb vom Schengen-Raum reisen. Also auch da wieder ein klarer Fortschritt in Richtung von mehr Freiheit. Die systematischen Personenkontrollen sind per dem heutigen Tag, wo es in Kraft setzen, festgesetzt ist, gibt es die Nummer und damit hat es natürlich auch eine unmittelbar praktische Auswirkung. Der Verkehr sollte flüssiger laufen, keine systematische Kontrolle mehr und damit glaube ich, haben wir einen wesentlichen praktischen Aspekt. Was sich für Liechtensteiner Bürger auch noch ändert, ist, dass seit dem 1. Oktober kommt ein Reisepass über, wo man auch den Fingerabdruck abnimmt. Das heisst, wenn man einen Reisepass neu beantritt, muss man Fingerabdrücke abgeben und die kann nachher auf einen Datachip, der dann im Pass eingebaut sind. Das ist sicherlich auch eine Erneuerung. Das ist auch ein Schengen-Erfordernis, das wir umsetzen müssen.